Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde und Star Trek Fans natürlich. Eingeschaltet habt zu Star Trek Online. Wir sind wieder dabei und sind immer noch mit im Ikonianischen Krieg in der großen Schlacht, die wir mit den Ikonianen führen. Sind jetzt gerade in der Dyson-Sphäre quasi eingebrochen und ja, jetzt geht's erstmal weiter. Also weiterhin viel Spaß mit Star Trek Online. Wir sind ins Innere der Sphäre gereist. Wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, dass die Herolde diese Sphäre verwenden, um das ikonianische Gateway-Netzwerk zu kontrollieren und zu beschützen. Seit Beginn des Krieges haben Angriffstrupps solche Sphären attackiert, doch es ist uns nie gelungen, mehr als ein paar Gateways kurzzeitig offline zu bringen. Die oberste Priorität ist es, unsere Stoßtruppen zu finden. Das feindliche Flaggschiff ist direkt voraus. Captain Paris ruft uns. Die Flaggschiffs-Shields sind down und es verliert Power. Looks like they're trying to interface with a sphere to give themselves a boost. This might be our one chance to board it and take control. I have 3 troop transports standing by. Verstanden, wir machen den Weg frei. Okay. Gut, dann geht's mal los hier, würde ich sagen. Ja. Oh, jetzt sind 4, 5 Rider wieder auf mich. Ui, schön. Das ist natürlich mal wieder sehr toll. Einer ist schon mal weg. Und nochmal Torpedos feuern und dann war es das auch. Ah, fast. Hey, dieser Dual-Bank. Ja, super. Das, was man auch braucht. Aber man bekommt ja immer das, was man braucht. Grundsätzlich. Komm schon. Das läuft doch gut bisher. Ah, ist das der letzte? Das scheint der letzte zu sein. Komm schon, Tom, jetzt mach mal was. Okay, sind die Träger in Position? Da kommen sie. Oh. Angriffsgeschwader Escortschiff der Armitage-Klasse. Und jetzt? Müssen wir warten. Okay, dann warten wir mal. Dann können wir hier einmal nochmal durchgehen. Abgeschlossen. Wohnung annehmen. Oh, da kommen noch mehr. Und dann noch Schlachtschiff und Kreuzer. Super. Das wird ja wieder ein Spaß. Schön ausgewichen der Sonde. Böse Energieportal, weg mit dir. Wir gehen hier wieder. Nein. Oh, blöde Solarportal. Ich kann mich an. Nein! Ich bin auch im Traktorstrahl. Oh. Okay, jetzt geht's erstmal volle Kanüle. Oh. Oh, das wurde aber schnell zerstört.
Da hinten ist auch noch was. Komm schon, schneller, 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 schneller. Wir haben bis jetzt erst 8 Stück da drauf. Volle, volle Attacke auf das Schlachtschiff. Man braucht gar nicht viel zu machen, die anderen machen das schon. Ich kann auch da stehen und zugucken. Da kommt wieder was. Attacke! Ja, ich bin voll durch die EPS-Sonne geflogen. Schmarrn! Das war jetzt eine ganz doofe Aktion von mir. War jetzt mehr als eine doofe Aktion. Kann ich nur so doof sein? Ein kleines Eskortschiff. Ich muss angreifen und gleich wieder weg. Und nicht noch hinfliegen. Durch die ganze Scheiße durchfliegen. So. Da kommen noch welche. Diesmal aber. Oh, zum Flaggschiff-Beam. Machen wir zum Flaggschiff-Beam. Akzeptieren. Jetzt wird's nochmal lustig. Die Gegner kriegen auf die Omme. Das wird jetzt ein Spaß, die Ikonianer mal so richtig schön einen auf die Omme zu hauen. Und wenn ihr dann mal mit dem Ladebildschirm wieder fertig ist. Aber wir kennen ja inzwischen die Ladebildschirm bei Star Trek Online. Der legendäre. Der ist so schön. Mögen ihn alle. Aber wenigstens verändert er sich zwischendurch. Also, dauert zwar so zwei, drei Wochen, aber zwischendurch verändert er sich dann ja nun doch mal. Ja, sagen. Jetzt steht er wieder da ein paar Daten. Also jetzt genau, das aber ganz schön lange, muss ich sagen. Ah, jetzt hat er den. Oh, Gesundheit heilen. Das ist ja schon mal gut. Habe ich auch gleich fertig. So, Interferenzen von der Sphäre blockieren an den Kommunikationssignal. Versuche dieses Problem zu beheben. Geben Sie Ihr Bestes. Wir sind sicher an Bord, die Außenteams bekämpfen die Herolde. Das klingt nach einem althergebrachten Piratenüberfall, Captain. So, machen wir. Da sind die Klingonen. So, jetzt sprechen wir mal mit Lieutenant Tulek. Away teams are attacking power junctions, but they are encountering heavy resistance. It would be an honor to join your team, sir. Folgen Sie mir. Okay. Jetzt hauen wir den ganzen bösen Pack mal so richtig auf den Popo. Null Anomalien hier, oh. Okay. Das ist ein Portal. So, sind da noch mehr? Oh, da können wir mal, ich wollte gerade sagen, das Neue testen hier. Irgendwie sind die ja sowieso immer alle am Teleportieren hier. Ja. Voll.
Okay. Den Kopf haben wir auch schon wieder. Wir müssen noch. Gar nicht mehr viel. 404. Wir noch heilen. Haben wir das auch geschafft? Kämpfen auch unsere Männer. So, Plasmagranate, Feuer! Und jetzt haben wir da noch unser Kit hier. Nee, so langsam. Da seid ihr uns nicht mehr gewachsen. Okay. Energieverteiler Schnittstelle deaktivieren, das machen wir. Oh. Oh, was ist da? Ah, jetzt können sie nichts mehr machen. Das ist auch schon mal gut. Aber trotzdem noch zu viel, was sie machen kann. So. Gehen wir mal richtig auf die... Nein! Oh! Danke. Gehen wir mal so richtig schön. Latara is retreating. She might be trying to recharge her energy. Oh. Schön Dinger. Whoa, what are you doing over there? The fluctuations are increasing exponentially. Wir haben einige Energieverteiler deaktiviert, aber Tara ist durch ein Gateway geflohen. Wir müssen wohl Schaden verursacht haben, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Interesting, but it makes sense. The Iconians are energy beings. Tara can't use the ship's systems. She'll use herself as a battery for the gateways. But that's probably dangerous for her. She's bleeding herself dry with every gateway. Keep at it. If you can drain enough of her energy, she might make herself vulnerable. Ja, alles klar. Machen wir. Herald, oh, Verstärkung der Herolde. Oh, weh. Lass mal das Portal kaputt machen. Da ist noch ein Portal. Mach die Portale kaputt. Portale sind wichtiger. Man muss den anderen noch mal zerstören. Ein anderer Energieverteiler. Okay. Ja. Okay, aber ja, an dieser Stelle ist ja natürlich erstmal wieder ein kleines Päuschen angesagt. Wir haben die erste Etappe unserer Infiltration erreicht. Wir haben aber schon eine Streitmacht hinter uns. Schön. Haben wir also auch schon fertig. Was sind unsere Aufgaben? Ja, fehlt noch ein bisschen. Okay, ich würde sagen, seid auch wieder in der nächsten Folge dabei, wenn wir den Ikonianern mal so richtig schön den Hintern versohlen und ihnen mal zeigen, was die Föderation und die Klingonen und natürlich auch die Romulaner alle vereint zu tun pflegen. Also seid auch gerne dabei, gebt uns auch gerne ein Like und ein Abo, das dürft ihr auch gerne da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, macht's gut und auf Wiedersehen!